im Zug mit, präsentiert von der Appenzellerbahn. Bubblebeats lassen es wieder krachen. Die beiden Männer aus St. Gallen, die mit Abfall Musik machen, die geben ein Comeback. Richtig bekannt worden sind sie ja durch die Show bei RTL, das Supertalent. Und jetzt sind sie hier bei uns zu Gast. Wir fahren zusammen durchs Appenzellerland. Bubblebeats, hallo. Hoi, Christian. Vanessa. Kai, hoi. Hallo. Ich darf gleich da sitzen. Danke. So, ja, schön, dass ihr da. Danke. Merci. Jetzt, wir haben ja so ein bisschen Zug gefahren miteinander vor uns und können so ein paar Fragen klären. Auf eurer Homepage steht ja, Bubblebeats kommt zurück. Vor 3 Jahren habt ihr euch aber aufgelöst. Kai, du wolltest auf eine längere Weltreise. Was ist da passiert? Da musst du, glaub, du erklären. Da ist viel passiert. Mhm. Oder weniger wie gedacht oder mehr, wie auch immer. Eigentlich haben wir uns aufgelöst, weil ich gemeint habe, ich bin jetzt 3-4 Jahre weg. Mhm. An die Welt umsegeln. Mit einem Kollegen, oder? Ja, mit einem Kollegen von mir. Und wir sind aber nur von Trinidad bis Grenada gekommen. Und dort ist unser Schiff abgesoffen. Und dann abgesoffen? Bin ich abgesoffen. Also wirklich weg? Ja, okay. Ja, wir sind dort in der Nacht auf Felsen gelaufen und das Schiff ist dabei kaputt gegangen. Ja. Und ihr? Also habt ihr auch hier müssen an Land reiten? Ja, kann man so sagen. Wir hatten Glück gehabt, Glück im Unglück, und sind unbeschadet ans Land gekommen. Aber ja, die Reise war dann somit wieder fertig gewesen. Ist das noch ein traumatisches Erlebnis? Nein, die ganze Zeit war super gewesen. Wir haben ein Schiff gekauft, das in einem furchtbaren Zustand war. Das haben wir natürlich erst dort gemerkt. Und haben uns dann überlegt, gehen wir überhaupt oder bringen wir da gar nicht mit Stand. Und irgendwie haben wir es dann aber geschafft, nach 2 Monaten zu arbeiten, das Schiff ins Wasser zu bringen und loszufahren. Und das war eine hure coole Zeit und ein gutes Erlebnis. Und der Schluss, naja, da stellt man sich anders vor. Aber so das ganze Päckchen war super gewesen. Und wieso haben ihr gesagt, ihr hört jetzt ganz auf? Ihr hättet ja allenfalls auch mit, vielleicht mit dem Zug können weiterreisen können. Wir sind auch noch 6 Wochen, glaube ich, dann zu Fuß und Flugzeug und Schiff. Nicht unseres, aber mit Schiff weiter. Und dann war es aber dann auch gut gewesen. Wir hätten noch die Option gehabt, wieder irgendwie an ein Schiff zu kommen und dann wieder loszugehen. Aber das ist uns dann wie gefunden, nein, nicht nochmal jetzt irgendwie umbauen und wieder das Ganze von vorne. Christian, wie war für dich die Zeit ohne Bubblebeats? Ja, speziell. Also, hat ja vorher eigentlich fast 18 Jahre lang nie eine Zeit gegeben von mehr als 2-3 Monaten, wo wir nicht irgendwie gespielt oder probet oder irgendetwas anderes gemacht haben. Wir sind ja dort auch häufig sogar 10 Mal in die Ferien gegangen und so. Und von dem her sehr speziell. Und ich bin dann auch noch so ein bisschen, ja, da natürlich mitverfolgt. Sie haben so einen Videoblog gehabt und ich bin so ein bisschen wie ein Serien-Junkie an dem Videoblog einmal gehangen und hat zugeschaut. Hast du ihn ein bisschen vermisst? Was macht, ja, irgendwie schon. Also, ich meine, ich habe ja auch ein eigenes Umfeld. Ich bin jetzt da nicht irgendwie in eine Loch gehalten. Aber, es ist halt spannend gewesen zum Verfolgen und, ja. Wir haben natürlich relativ bald telefoniert, nachdem dann im Blog irgendwo, oder nein, sogar du hast mir sogar vorher schon, hast schon mich informiert und geschrieben, dass etwas passiert ist. Nicht, dass ich da irgendwie über den Blog erfahre, was da passiert ist. Ja, genau. Hast du in dieser Zeit auch weiterhin Musik gemacht, trommelt? Ja, aber sehr reduziert. Also ich habe noch Schlagzeug gespielt in so 1-2 kleinen Projekten. Also nicht mehr Bands dort zu selber Zeit und habe auch noch sogar 2-3 Auftritte gehabt, aber wirklich auf sehr kleinem Rahmen, habe mich dort mehr an der Familie gewidmet, habe 2 kleine Kinder und vom Zeitpunkt her eigentlich perfekt gewesen, dass ich dort ein bisschen mehr Zeit hatte. Ist das auch mal schön, dass man wirklich mal für etwas anderes Zeit hat? Definitiv, ja. Also ich, eben, wir haben ja jetzt immer wieder zurück, wir haben gemerkt, dass wir da irgendwo auf eine Art wollen und brauchen, aber es ist natürlich, ja, wenn du relativ eine intensive Zeit mit dem kannst, ist alles, wenn du mal einfach wieder für anderes mehr Zeit hast. Wie lange ist jetzt die Weltreise im Gesamten gegangen? Ich glaube, also, wo wir weg waren, sind um die 4 Monate. Um die 4 Monute, okay. Und, sehe ich da einen schmunzeln? Also, ja, schmunzeln. Also, es sind nicht 4 Jahre, oder? Es sind dann halt 4 Monate. Aber für dich ist nachher klar gewesen, hey, jetzt zurückkommen und dann muss auch Bubblebeats wieder zurückkommen. Nein, ich bin zurückgekommen und es war gar nicht klar gewesen.
ob wieder arbeiten oder Bubble Beats oder Musik überhaupt oder wie auch immer. Weil ich habe ja 4 Monate vorher eigentlich vorläufig abgeschlossen mit Musik. Ich habe gedacht, neues Leben, 4 Jahre reisen und da hat die Musik nicht so einen Stellenwert gehabt. Mhm. Und dann habe ich mich eigentlich, ja, ist das ein paar Monate gegangen, bis ich mich wieder neu sortiert habe. Und dass wir wieder werden zusammenspielen, ist eigentlich klar gewesen, früher oder später. Weil wir haben uns nicht aufgelöst, weil wir Krach haben oder uns nicht mehr mögen. Im Gegenteil. Und darum, das war eigentlich gar nicht gross ein Entscheid gewesen, um wieder anfangen. Das ist wie einfach so passiert. Jetzt muss man sagen, mittlerweile bist du ja auch schon wieder 3 Jahre da. Habt ihr jetzt einfach die Zeit gebraucht, um euch wieder zu finden? Ja, das tönt jetzt fast zu spirituell für uns. Genau. Nein, es war so, dass wir haben so ein auf Anfrage haben wir Auftritt gemacht. Wir haben lustigerweise immer wieder Anfragen gehabt, obwohl wir dort mal gesagt haben, wir lösen uns auf, uns gibt es nicht mehr. Weil wir haben nicht gewusst, wie lange es uns nicht mehr gibt. Oder? Und dann haben wir sicherheitshalber mal alles Material eingestellt und haben dann auf Anfrage wieder spielen können. Und ja, es ist eigentlich schön, dass immer wieder Anfragen gekommen sind. Und so ist dann auch die Lust mal wieder grösser geworden, um wieder ein bisschen mehr proben, um auch wieder offiziell wie jetzt sagen, wir sind da, wir wollen wieder öffentliche Konzerte spielen. Jetzt machen wir eigentlich eine grosse Comeback-Tour und feiern gleichzeitig auch noch 20-Jahre-Jubiläum. So ein bisschen, wenn man jetzt längerfristig schaut, wissen wir schon, wo wir unterwegs sind oder ist das hauptsächlich mal in der Region? Das ist schon in der Region, also sagen wir mal Deutschschweiz vorläufig. Mhm. Und die Pläne sind dann ein neues Programm machen, auf ungefähr in einem Jahr, wo dann ein bisschen anders aussieht. Was heisst das? Das wissen wir selber noch nicht ganz genau. Es wird kleiner, irgendwie intuitiver. Näher am Publikum. Ja. Ja, also, es wird also weniger spannend. Mit Soundeffekt und so, weniger Show. Ja, also sicher auch Show, aber wahrscheinlich einfach so ein bisschen reduzierter mehr. Also ja, wieder ein bisschen mehr. Wir haben so für uns so mal gesagt, wirklich back to the roots. Da, wo uns irgendwie am meisten Spass macht, ist halt so das... Grüezi, Erika. Grüezi wohl. Wir haben heute hier gerade Bubble Beats zu Gast. Das sind sie, die mit Schrott oder Abfall, kann man sagen, Musik machen. Willkommen. Danke. Ja, sie hat jetzt gerade gesagt, dass sie wieder ein bisschen back to the roots. So, ich will noch ein bisschen herausfinden, was das heisst. Ja, also wir haben angefangen vor 20 Jahren mit... bei der Altisen Abfuhr Töpfchen sammeln und so an der Straße und dann mit dem etwas gemacht. Und das neue Programm geht wieder ein bisschen in die Richtung. Also man sieht uns wahrscheinlich nicht bei der Altisen Abfuhr, das machen wir nicht mehr. Aber wieder mit kleinen Sachen kreativ sein. Ja, schön. Schade war, als ich mal gehört habe, dass ihr ein Aufhören oder eine Pause macht. Und es ist doch schön, dass wir wieder da sind. Und jetzt hier bei uns im Zug. Weißt du, kann man hier vielleicht auch? Dürften wir den Zug quasi brauchen als Instrument? Ja, sind wir mal gespannt, was da rauskommt. Überall. Man kann eigentlich überall, aber es gibt schon schwierigere Zeiten, schwierigere Sachen. Ihr seht, dass ihr einen Rucksack dabei habt. Ja, wir haben meistens zur Sicherheit noch einen Schwimmbesen und einen Schläger dabei. Ich bin aber gespannt, wie es tönt. Ja, ist gut, die gehören wahrscheinlich alle rein. Die Schreiber sind früher dicker gewesen. Haben wir denn so mal ein Schlägerli, oder willst du die dicken? Schau da. Ja, so ein... Ja, ja. Ja, nicht viel eigentlich. Schwingbässe. Schwingbässe haben wir immer gerne dabei, weil die tönen einfach noch lustig. Also, dann wollen wir doch jetzt mal hören, ob Bubble Beats nicht verlernt hat, wie es geht. Ja, das ist schön. Hey. Sehr schön. Hat das schon einfachere Aufgaben gegeben? Aber nein, es ist nicht passiert.
Aber es hat recht wenig Hohlräume in so einem Zug. Die sind auch irgendwie immer mehr aufs Wesentliche reduziert. Und wahrscheinlich muss auch alles immer leichter werden. Wie du gesagt hast, die Scheiben. Aber die Power, oder die Power, die man von euch kennt, die haben da immer noch genau gleich. Also sie kommt extrem über. Schon ist gut. Ja, das ist auch gut gekommen. Ja, also, wenn wir wieder mal ein bisschen so back to the roots. Was wünschen ihr euch für euer Comeback? Gute Konzerte. Viel Freude am Proben. Das ist schon cool, wenn man so 20 Jahre spielt und probt und macht, dann kommt auch sehr viel Routine rein. Mhm. Dass man halt einfach muss proben, weil man dann noch wieder ein Konzert hat. Und das macht, hat schon immer Spass gemacht. Aber wenn nach so einer Pause ist, hast du irgendwie wieder umso mehr Freude, wenn du in die Probe rumkommst und findest so, und jetzt spielen wir das Programm durch. Und so die Spielfreude für uns, die wir jetzt haben, das wäre cool, wenn wir das durchziehen könnten. Da haben wir jetzt auch beim Proben gemerkt, dass die da ist. Und da ist auch häufig da, wo die Leute uns gesagt haben, dass das springt irgendwie aufs Publikum über. Die merken die Spielfreude. Und einfach, dass, ja, irgendwie springt der Funken über. Und da hoffen wir natürlich auch, dass erstens das Publikum kommt. Und zweitens, dass wieder den Enthusiasmus haben wie früher am Lauschen. Dass sie wirklich immer noch cool finden, was wir machen. Weltreise, noch Thema? Würdest du noch mal gehen? Oder? No way, nein. Nein, im Moment nicht. Ist nicht der Plan. Und wenn, dann sicher nicht mehr mit dem Schiff. Aber ich bin wieder da und ich bleibe da vorläufig. Mhm. Ja. Vielleicht noch, auch noch interessant, so zu wissen, wie hat denn das Umfeld reagiert? Auf euer Comeback? Wie findet das Angehörige, Freunde? Stehen alle voll hinter euch? Positiv. Ja. Sehr positiv, ja. Ja, wir haben wirklich ein paar Mitteilungen auch bekommen, auch so cool, ich habe gesehen, ihr kommt wieder und so wieder, ihr spielt wieder live und da hat es viel, viel Positives gegeben, ja. Mhm. Ich weiss so nicht, wie es beim engeren Umfeld ist. Hat die andere auch Freude? Ja, sie hat auch Freude. Hat sie auch Freude. Sie merkt, dass mir das gut tut. Genau. Und die Kinder, sind die schon genug alt, um auch einen Auftritt zu schauen? Das kommt jetzt eben. Darum musste ich es jetzt ein bisschen in die Länge ziehen, dass die da auch mal noch miterleben dürfen. Ja, jetzt ist gerade noch so ein bisschen an der Krippe. Aber mal langsam kann man die mitnehmen. So und kannst du vielleicht ein bisschen verbinden, oder? So. Familie und Beruf irgendwo. Ja, genau. Sie so dürfen immer an meine Konzerte mitkommen. Ja, genau. Das wäre eine gute Verbindung. Ja gut, dann danke vielmals, dass ihr da gewesen seid. Ich habe mich sehr gefreut auf das Gespräch. Und wir wünschen euch alles, alles Gute für eure, wie sagt man, Comeback-Tour, oder? Mal schauen, wo die dann so herführt. Genau, das ist ja noch völlig offen, wo das alles still ist. Genau. Auf Appenzell zuerst mal. Danke vielmals. Danke. Im Zug mit. Präsentiert von der Appenzeller Bahnen.